Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 7 Days to Die in der 1-0 zusammen mit dem Baustriker. Hallo. Letzte Folge, Stufe 6 Quest zu Cracker Book. Ich gehe davon aus, diese Folge machen wir wieder eine Stufe 6 Quest. Und zwar so rein vom Gefühl der Army Force 7 weiß ich, dass wir dafür nur eine Folge bräuchten. Praktisch, wenn ein anderes cooles Gebäude war, nehmen wir das natürlich auch ganz gerne. Hätte ich das HQ nicht gehabt, hätte ich tatsächlich das Theater genommen. Oh ja, stimmt, das hat mir auch nicht gedacht. Ich kann jetzt auch gleich mal gucken, weil jetzt müsste ich auch 6er Quests haben. Ich warte noch einmal 20 Sekunden ab, bis hier die Dinger durchgeschwollen sind, damit die Schmiede hier nicht unnötig lange brennen muss. Die linke. Musst du noch irgendwie Zement oder so nochmal ausgießen? Für die Falle drüben oder... Das ist aber auf jeden Fall eine gute Idee, dann brauche ich hier auch nicht mehr aufpassen, weil dann kann ich einfach Zement ausschmelzen. Dann ist es nicht mehr wichtig. Dankeschön. Ja, klar, danke. Wir haben so viel Kupfer da drin und... Messing. Ja, meine ich ja, sorry. Und du... Wenn ich mal so bedenke, was wir hier... in den Munitionsteile drin haben an Hülsen. Wir brauchen einfach gar kein Messing ausgießen. Ja. Weil wir brauchen ja nicht mal Munition herstellen, weil wir einfach zugeschmissen werden. Guck mal in die 762 und die 9mm Kiste rein. Ich weiß, ich hab schon gesehen. Das ist schon. Ja? Machen wir die Bundle of Skill Notes auf jetzt, oder? Bist neugierig, ne? Kann ich auch. Ich habe ja noch zwei Bundle of Skill Notes von den letzten Quests mitgenommen. Hab ich noch gar nicht aufgemacht. Ich habe mir jetzt eine genommen. Ja, jeder macht jetzt eine auf und wir gucken, was passiert. Du kannst alle haben. Ich pack sie in die Sale-Kiste. Cool. Und bei dir so? Ich habe Wiring, Knife Guy und Tactical Warfare. Das kannst du lesen. Ja, immerhin. Ich habe auch geguckt, wir haben 4 Blade Trap Bundles rumfliegen, 2 Autoturret Bundle und 2 Dart Trap Bundle. Ich werde definitiv einiges elektrifizieren noch bei uns an der Hordefalle, wenn ich jeder mit zugeschmissen werde. Aber jetzt heute machen wir noch einmal eine Quest und dann würde ich bis zum Blutmond dazu tendieren, die Sachen dann nochmal sofort zu weit. Ich kann jetzt eine AK-Qualitätsstufe 6 machen. Ui. Cool. Achso, du bist doch gar nicht fertig. Hä, was? Ja, ich hab die Tür gerade zugemacht, weil ich dachte, du bist schon oben, aber... Dreckschwein! Na, du weißt ja zum Glück, wie sie aufgeht. Du fliegst, ich hab uns letztes Mal die 6% eingebrockt. Aufgrund meiner Gier mit der Baustelle. Müssten wir die andere Richtung einfach mal freimachen. Das ist viel schlauer, in die Richtung zu starten eigentlich. Meinst du jetzt hier, wo ich gerade rüberfliege? Ja, in die Richtung, dass man da was freimacht, genau. Du kannst auch dauernd durchschiften, falls du es nicht tust. Wir haben viel zu viel Benzin. Machst du die Falle. Was fehlt mir denn in den Wastelands eigentlich noch? Die große Stadt da. Und hier die Ecke. Ja, gut. Ich hole euch gleich bei Abgabe der Quest einfach wieder mit rein. Und dann ist gut. So, Landeanflug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ging doch. Das ging aber eigentlich sah das ganz gut aus. So, gucke ich euch gleich mal, ob der Typ vielleicht jetzt doch mal auch Spear Hunter 6 auf Lager hat. Fände ich ja eigentlich jetzt. Ich hätte ja auch gleich ein paar Bücher mit dem können zum Verkaufen, wenn wir eh herfahren, na egal. Ja, hältst du. Wir sind ja eh zum Händler. Hey Typ, ich krieg dir coole Sachen. Legendary Parts, ja klar, die nehme ich. Nee, und ich 5000 Benzin. Schon. We don't just sell armor, it's a peace of mind.
Ikita ist ja kommen. Welche brauchtest du jetzt noch? Bowhunter ist auf jeden Fall. Ja, Bowhunter. Nefskate. Gover High. Nursing Home. Vanity Tower. Haven Hotel kenne ich nicht, nehme ich mit. Das ist eine Ansage. Ich hab dann vier Bücher für dich. This makes up for the shit you stole from me. Okay. Und was hast du einen Job für mich? Are you looking to earn Vanity some Tower? Oh, ich mag das Gebäude gar nicht. Ostrich Hotel kennen wir jetzt auch schon. Minotaur? Das ist Theater? If you're done wasting my time, you need some work. Vanity Tower. You aren't greasing the. We got work if you. Ja, war ja nö, dann noch das Theater. Schön. Zwei Gebäude, die wir jetzt gerade nicht zuordnen können. Also für die jetzt irgendwo, ich brauche noch Tech Planet, ich brauche noch Handgun. Was er hat. Achso, wir haben zu Geld. Du hast doch auch Geld. Kaufst du einfach. Wir wissen nicht mal mehr, wohin mit dem Geld zu Hause. Eigentlich ist es total überflüssig, jetzt auf ein paar Kröten zu sparen zu achten. So. Dann würde ich mal sagen, gibt es die Quest, die am nächsten dran ist? Das ist deine? Glaube ich. Nee, ist meine, das Theater. Du machst aber auch immer ein Theater um die Quest, ey. Das ist unglaublich. Ja, ich weiß. Ach, jetzt bist du wieder. Okay, verstehe. Ich wollte doch nur einmal nicht fliegen. Hey, guck mal. Das Theater ist schon aufgedeckt. Verstehe ich gar nicht. Wenn ich dich in der letzten Folge richtig verstanden habe, hast du aber auch keine fleckte Schande mehr. Was? Weißt du, wo meine Quest ist? Nee. Im Schneebiom. Ah! Das ist ja langweilig. Ja, gut, aber. Ich hab grad geguckt, so 2,2 Kilometer war schon viel irgendwie. Meine Quest einfach im Schneebium ist ja langweilig. Aber ich kenn trotzdem das Haven Hotel nicht. Eben, das ist schon mal ein Punkt, warum man das trotzdem machen sollte. Ich glaube, das kenne ich. I've got a bad feeling about this. Oh Gott. Also ich kenne es jetzt von außen nicht. Wo denn da gerade aufge... Achso, du machst gerade Dingens weg. Jetzt bin ich mal besser gesund als hier angekommen. Ihr Schweine! Oh! Albi. Das Backen hier ist so nötig. Enemies,
Master, we are not alone. Wow, ich bin so schnell. Möchtest du vielleicht nicht hier noch weiter rum oder so? Ist da eine bessere Startbahn? Wir müssten zwar... Ja, wir müssten nur halt auch wieder die Straße frei machen. Ich glaube, das hier reicht mir auch schon. Ich geh geradeaus durch, die paar Dinger da. Mensch, guck mal nach rechts. Hey! Da waren wir eben. Scheiße, ey. Ja, ich glaube, das passt so. Bin bereit. Jederzeit? Ja. Ich hoffe mal, das Auto kann ich da stehen lassen. Jo, warte, können wir gerne mal einen Screenshot von machen hier. Ja. Pass auf, dass du nicht so weit weg ist. Ist mir aufgefallen. Wir müssen danach die Straße wieder sauber machen. Cool. Da sind zwei Autos gespawnt. Ich hätte gern zwei Kinokarten. Ich hab das Geld geklaut, das reicht mir. Dreckschwein. Wohl eine Mine. Haben denn jetzt die Schreierin her? Von außen! Die ist an mir vorbeigerannt. Gut, dass sie die Shotgun in der Hand hatte. Ich würde mal sagen, Begrüßungskomitee stimmt. Kommst du mal in die Küche? Klar. Ja. Keine Sorge, ich wollte dich nicht umbringen. Master, we are not alone. I've got a bad feeling about this. Geht's hier hinten weiter oder geht's oben weiter? Ich gehe gerade die Treppe hoch. Ich kenne vom ersten Moment an, glaube ich, kenne ich das Gebäude nicht. Deswegen kann ich das nicht sinnvoll beantworten. Aber hier oben scheint Sackgasse zu sein. Da kann ich einfach nur kurz im Kreis laufen. Ich glaube, da war einfach unser Besuchungskomitee drin versteckt. Okay, aber ich habe zwei Vendings, zwei Vending Machines. Ja, hier oben geht's definitiv nicht weiter. Das ist nur kurz das Foyer oben. Oh, wahrscheinlich die Gegner waren. Okay. Die
in der dir Big Mama durch den Luftschlag. Wer kennt sich die hoch angesetzten Kanaldeckel? Ja. Oh, das ist der Endlot. Das ist ja. Bestimmt keine Falle, wenn man einfach runterspringt, oder? Genau. Master, we are not alone. I've got a bad feeling about this. Mensch, willst du nicht den Lootbeutel dir holen? Nö, eigentlich nicht so. Wir sollen echt zum Endlot runter? Okay. Nee, hier ist ne. Nee, wir müssen zum Endlot runter, hier ist eine Leiter. Das ist eine Falle, die ist kaputter Fall bei Höhe. Also, würde ich mal sagen, mach die Stromflinte bereit. Okay. Ach du Scheiße! Dass ich nicht gesprungen bin. Ja, rette mich doch, Mann! Weil die Gegner sind einfach gespawnt, als ich unten war. Das ist wieder so ein Punkt, den ich absolut nicht abkann. Wir haben da gefaced, die ganze Zeit zu sein und nicht einfach aus Luft und Liebe zu entstehen, nur weil man da gerade eine Fläche betritt. Dann macht dieser ganze Schleichenspielbaum einfach immer gar keinen Sinn. Und dass ich aber groß genug Raum habe, um einen Kreis zu laufen. Leute, die Frames tun mir übrigens auch ein bisschen leid. Die haben sich gerade irgendwie verabschiedet in diesem Raum. Was sind Frames? Ja, ganz genau. Wir sind schon bei FPM angekommen, oder was? Ja, die Situation scheint unter Kontrolle zu sein, schon mal. Hi! Ich kümmere mich erstmal kurz um meine gesundheitlichen Probleme. Soll ich dich verbinden? Naja, verbinden ist nicht das Problem. Was brauchst du? Der Rest ist das Problem. Ich geb mir gerade schon alles. Also wenn du eine Verstauchung oder so hast, da bin ich super drin, ja? Nee. Ich habe nur eine Hirnverschüttung, eine Infektion. Die habe ich auch. Und hier wieder Medizin reinschmeißen. Also, wir haben auf jeden Fall noch nicht alle Gegner. Alter. Also, dass der Endlootraum so schnell gekommen ist, das ist etwas überraschend. Ich habe mir jetzt das Magnum Enforcer und das Wiring Tool rausgenommen aus der lila Kiste. Okay. Guck dir den Inhalt an. Munition! Wahrscheinlich. Ja, ich höre eine Schreierin. Schreierin. Wow. Beim 61 Stahlspitzen. Stahlpfeilspitzen. Dartrap. Oh, das ist eine halbwegs. Oh Gott, schon wieder Blade Trap Bundle. Ach du Schande, Alter. Security-Kamera-Bundle und Dartrap-Bundle. Oh, schön. Ich krieg nicht alles mit. Ja,
Ja, kein Ding. Ja, wir haben auch irgendwo noch Gegner. Master, we are not ja, die habe ich gerade freigelassen. Alter! Wie geht's dir? Irgendeine Verletzung am Arm. Also nichts Schlimmes, meinst du? Verstaucht. Verstauchte Knochen. Also das einmal gleich anlegen. Mein Gott, ey. Du hast doch 762er Munition mitgenommen, oder? Ich hätte gern mal ein Stack. Bitteschön. Das waren 50. Oh. Ich hab grad kein Stack. Ja, wo ist die ganze. Waren da keine 762er Munition? Nö! Oder? Diesmal nicht! What the fuck? Nicht in diesen Mengen. Ich muss mal ganz kurz da was vollrotzen gehen. Wir sind immer noch nicht fertig. Ja, aber ich habe auch keinen Platz mehr im Inventar gehabt. Ja, ich habe, weil ich gerade den letzten roten Punkt eliminiert habe. Kannst du mal meine Knochen kurieren? Klar. Ich muss kurz meine Drohne fragen. Oh, Drohne! Ja, sobald die Drohne sich mal beruhigt. Na, das wieder. Warte, dann lass mich sie kurz einfangen. Achso. So, einmal. Gips für den Herrn. Sehr schön. Danke. Ey, das war echt eine Menge Shotgun-Munition und 9mm. Ach du Schande. Ja, ich habe auch kaum noch Munition da für mein Gewehr gerade. Ja, warte, dann hier, dann komm her. Dann gebe ich dir nochmal 30 extra. Danke, danke. Ich geh wieder rein in den Keller. Ja, warte. Okay, das ist ein Raum mit einer kaputten Werkbank. Okay. Ne, hier ist noch ein Raum. Ich habe gerade mal den Oberschwachsinn rausgeworfen. So, die 13 Steine, die du eingelagert hast. Bitteschön. Ha. Hier hoch? Ich habe eine Tür hier zu einem Bistro. Achso, das ist der Gang, okay. Wir können auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen, das weiß ich. Das ist eine Etage höher, also es ist oberhalb. Ah! Aha! Habt ihr was?
nimmt schon wieder kein Ende. Gut, dass du Schrofel da hast. Kann ja nicht euer Ernst sein. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Gebäude. Hast du Verbände oder so dabei oder? Nur die großen. Gut, dann warte ich, bis ich am Auto bin. Das hätte ich jetzt selber gemacht, weil ich weiß, dass wir im Auto eine Aloe-Creme hatten. Um die scheiß Aberration einfach nur zu heilen. Ey, 762 Ammoni! Über ein Stack, willst du was haben? Oh fuck, oh scheiße! Oh. Ganz langsame Schritte. Ich bin hier gerade wie ein Idiot reingerannt. Ich bleib stehen. Ist denn mal? Nee, immer noch nicht. Hier ist noch Geier. Ah, der war's. Hui. Witzig. Ja, komisches Gebäude aber auf jeden Fall. Ich bin noch. Ich hab irgendwie das Gefühl. Wobei, eigentlich kommt das schon hin. Aber irgendwie. Ja, das wahrscheinlich ist doch nur falsch gewesen zum Endlot runter, aber naja. Ja, ja, also kannst du mir sagen, was du willst, also von hier, ja, also die Sache ist halt, ich suche mir einen Weg, der nicht diese Tür ist, wo es weiter, wo es lang geht. Gehen wir hier hoch? Doch, da ging's ja. Hier auf der Seite. Ja, hier wahrscheinlich. Das Problem ist. Ja, wahrscheinlich. Ah, Lüftungsrohr, ja. Ah, ja, Lüftungsrohr wär's gewesen. Ja, okay. Und dann hier hoch. Ja, gut. Oh, Blutbeutel. Unglaublich, ey, schon wieder ein Erdbohrer. Und dann die Treppenhaus runter, den Weg, den wir gerade rückwärts gegangen sind. Okay. Genau. Aber ich habe gerade durch den Lootbeutel mein Machine Gun fertig gemacht. Okay. Automatic. Jeder Kill boostet meine Laufgeschwindigkeit um 20% für 20 Sekunden. Ja, geil. Oh, das ist ein Blutbund, wenn du rumrennst, ne? Und das mit der M60. Also ich meine, wir haben ja genug Munition, also sprich ja nichts dagegen rauszuhauen, ne? So, fliegst du uns einmal los? Ich müsste einmal aufstehen, tatsächlich. Ich war gerade nur kurz am Analysieren, was hier Terror schiebt. Zu Joel oder wohin? Ja, kann ruhig erstmal auch nach Hause, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es dafür zur Questabgabe wieder da zu sein. Auf jeden Fall wechseln wir die Folge. Ich sag einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und warte, Staffel und passen wir noch ab. Ja? Ja? Ja.
Das sieht gut aus. Und bis zum nächsten Mal. Ich denke mal ans Elektrifizieren von der Hordefalle tatsächlich. Wir haben so viele coole Sachen da, das sollte man mal machen. Okay. Vielleicht gehen wir noch vorher ab, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.